Was meinen Sie damit genau? Sie können da nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Wie Sie wissen, stand die 237. Innenministerkonferenz unter dem Leitsatz Zusammenhalt stärken, Kompetenzen optimieren, Erfolge sichtbarer machen. Dass unsere wirklich sehr fruchtbare Arbeit dann und so überschattet wird, auch das hat nach meiner Sicht eine große Tragik. Ja, aber bei aller Tragik vergessen wir nicht den Kampf gegen den Terror von links. Den dürfen wir nicht vergessen, trotz allem, was passiert ist. Guck doch mal unterm Bett, Papa. Unterm Bett. Ja, ich weiß, ohne Wachmeisterwurf kann sie nicht einschlafen. Es geht nicht, ich bin jetzt schon auf dem Weg zur Konferenz. Innenministerkonferenz, nicht MinisterInnen. Ach so. Ja, es war witzig. Also, ihr kriegt das hin, oder? Gibst du ihr noch mal einen Schmatzi von mir? Dortmund. Drei Wochen nach dem Tod eines 16-jährigen Afghanen in der Dortmunder Innenstadt stellte Nordrhein-Westfalens Innenminister Stirner heute in Düsseldorf den unabhängigen Untersuchungsbericht der Polizei Essen vor. Der 16-jährige Afghane war Anfang des Monats von drei Beamten der Dortmunder Polizei bei einer Polizeikontrolle mit 18 Schüssen in den Rücken getötet worden. Hinweise auf ein schuldhaftes Verhalten der drei Dortmunder Beamten gebe der Untersuchungsbericht nicht her, so Stirner. Der Vorfall werde daher auch, so Stirner wörtlich, mit Sicherheit kein Thema bei der heute beginnenden Innenministerkonferenz der Länder sein. Haben Sie eigentlich den hier gesucht, Frau Bundesinnenministerin? Wachmeister Wuff? Sind wir schon da? Na, wie sagt ja? Da sind Sie ehrlich, Frau Ministerin. Oh Gott, Svenja, haben Sie mich erschreckt. Ach, ja, weird hier. Bayern halt. Was genau ist denn das hier? Sie kennen Ihre PIN? Ja. Keine Handys, kein WLAN, keine Presse.
Sie wissen ja selbst, wie leicht es ist, die Dinger zu überwachen. Ja, eine Person muss ja erreichbar sein, falls was passiert. Ja, aber ich müsste ja auch mal meine Tochter anrufen oder in Berlin im Ministerium. Wir müssen los, die anderen sind schon da. Hä? Wieso sind denn schon alle da? Let's go, let's go. Also in Berlin arbeiten wir gerade mit Nachdruck am Fortschritt E-Government, also Ausweise digitalisieren, Behördengänge online erledigen, Bußgelder in Kryptowährung bezahlen, whatever. Da wären wir. Ja, da wären wir. Na, da sind Sie ja. Grüß Gott, Frau Bundes. Innenministerin, dass Sie es jetzt schon geschafft haben. Ja, ehrlich gesagt, bei meinem Büro 20 Uhr kommuniziert. Ja, ist ja immer viel, nicht wahr? Gut, können wir ja auch gleich loslegen. Aber kommen Sie doch erst mal an, Sie setzen sich mal hin, Sie schnaufen mal durch, machen wir alles ganz ruhig. Diese wunderschöne Trattoria. Da lassen Sie die Bolognese 36 Stunden lang köcheln. 36 Stunden? Aber das schmeckt man dann auch, ne? Und die Italiener haben natürlich auch die Zeit dafür. Dazu einen schönen Doppio. Oh, nicht so kräftig. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich jetzt mal auf den aktuellen Stand bringen würden. Bei welchem Punkt sind wir denn gerade? Zusammenarbeit stärken? Kompetenzen optimieren? In Düsseldorf arbeiten wir seit 2017 nur noch am Stehen. Noch in diesen höhenverstellbaren Schreibtischen. War doch erst skeptisch, aber inzwischen. Setz dich hin! Haben wir schon über die mögliche Beauftragung einer Studie zu Rechtsextremismus in deutschen Sicherheitsbehörden gesprochen? Wo stehen wir denn in den Beratungen? Ja. Herr Dr. Stanzer? Ich muss noch auf meine 10.000 Schritte kommen, sonst. Kann ich meinen Schlafzug vergessen? Hier, er ist viel. Na dann, gute Nacht, Hamburg! Irene, jetzt lass ihn doch in Ruhe. Das ist ja wieder typisch, Hamburg. Die Schlafziele erreichen, aber die wichtigen Probleme verschlafen. Nix so gut, Frau Bundesinnenministerin. Sie merken, es war ein langer Tag mit intensiven Gesprächen. Wir kriegen in Berlin massiv Druck wegen der überfälligen Aufarbeitung des NSU-Komplexes. Morgen früh. In aller Frische, Frau Bundesinnenministerin. Komm. Ganz fest versprochen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt der Staat. Was ich sagen kann, ist, dass die Bundesinnenministerin wirklich von Sekunde 1 an, also wirklich angespannt war. Schauen Sie, Ihre Vorgänger waren allesamt natürliche Autoritäten. Und das ist ganz wichtig in diesem Amt. Ruhe bewahren, trotz Druck von allen Seiten. Das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint gegenüber einer wirklich, aus heutiger Sicht, wirklich außergewöhnlichen Frau in so einem wichtigen Amt. Svenja Charlotte Hoffmann, Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport in Berlin, promovierte Verwaltungsjuristin. Oha, bekennende Antinatalistin, engagiert im Stop-Making-Babies-Movement. Ulrich Mayer, bayerischer Minister, Vorsitzender der 237. Innenministerkonferenz, will in Zukunft härter gegen rechtsextreme Chats und linksextreme TikTok-Accounts vorgehen. Kampe,
Saarland. Heinrich Larocque betreibt seit 1977 nebenberuflich die größte Schneckenzucht des Saarlandes in Saar-Louis. Sachsen. Johannes Winkler, Inhaber eines Sportwaffen-Outlets in Eibenstock. Was sind das für Leute? Ängstlich bist, Kupfermeister Ruf, Beschützer in deiner Not. Tanitata, Ruf, 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 Ruf. Ja, Richard Borowski, der war in Niedersachsen, Innenminister. Der hat 1954 damit angefangen. Kohlrouladen. Kohlrouladen wickeln, ganz genau. Und das ist seitdem bei uns liebgewonnene Tradition. Hier. Die sind von 2001. Raten Sie mal. Was? Ja, wer die gemacht hat, das sieht man doch. Manfred Püchel. Der hat Dijon-Senf auf die Füllung gestrichen. Da war was los. Und die im Topf sind jetzt von Ihnen? Glauben Sie nicht? Ich kann Ihnen direkt zwei, drei rausholen, weil die sind jetzt gerade fertig. So. Bitte schön. Danke. Ja. Gut, dann würde ich an dieser Stelle noch mal die Gelegenheit geben, mir ein paar Fragen zu unserem Roboter-Polizeihund Herbie zu stellen. Der ja, wie Sie wissen, bisher nur in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz kommt. Bitte. Ist das Mikro an? Ja, ich glaube, man versteht uns ganz gut hier. Oder? Morgen. Morgen, Frau Bundesinnenminister. Gut geschlafen, ne? Ja, danke. Oh, und Ihnen schmeckt's? Ja, schmeckt sehr gut. Wenn die auch mal beißen. Fisch ist doch vegan, oder? Was ist denn mit Ihnen passiert? Matthias Allergie. Wieso fragen Sie? Sagen Sie mal, haben Sie gestern noch gesoffen? Ich sag mal nur so viel, Frau Bundesinnenministerin. What happens at the Innenministerkonferenz stays at the Innenministerkonferenz. Richtig. Was ist denn das hier für eine Veranstaltung? Innere Sicherheit ist vor allem Ländersache. Und wie und in welcher Form der Freistaat Bayern
Das hat Jahrzehnte bewährte Format der Innenministerkonferenz im Detail gestaltet. Das überlassen Sie dann bitte gerne dann doch auch mir als Ihr Ausrichter. Wir hatten gestern Abend einen sehr schönen, informellen Abschluss unseres ersten Konferenztages. Leider in Ihrer Abwesenheit. Aber da kann ich Sie beruhigen. Alle anderen Damen waren mit dabei. Und ich denke, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, Ihre Kolleginnen haben den gestrigen Abend durchaus als produktiv empfunden. Cheers. Nur weil man sich nicht zu fein ist, auch mal an informellen Veranstaltungen teilzunehmen, liebe Frau Kollegin, bedeutet das ja nicht, dass man sicherheitspolitisch nicht zupacken kann, oder? Anders als bei Ihnen neuerdings im Bund. Ist in Berlin nämlich völlig klar, wer schwere Straftaten begeht. Wer die körperliche Unversehrtheit seiner Mitmenschen nicht achtet, der hat in Deutschland nicht zu suchen. So, period. Jawohl. Ja. Wo ist denn Irene aus Schleswig-Holstein? Bremen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen pennen auch noch. Ja, gut, also, liebe Kolleginnen. Ach, dieses Gay-Gendere. Das macht die ganze Sprache kaputt. Nein, kaputt ist was ganz anderes, verehrter Kollege. Wir müssen dringend Zuständigkeitskonvergenzen in den Ländern, aber auch im Bund optimieren. Gerade im Bereich der digitalen Kriminalität haben wir ein massives Problem mit der föderalen Struktur unserer Strafverfolgungsbehörden. Warum wir jetzt genau 16 Landesämter für Verfassungsschutz, aber keine einzige Staatsanwältin haben, die sich auf Bundesebene mit Netzkriminalität beschäftigt, das können wir doch da draußen niemandem mehr erklären. Also, ich würde mich freuen, wenn wir nach Mittagessen meine Beschlussvorlage zur Restrukturierung der Bund-Länder-Sicherheitsarchitektur in Richtung einer stärkeren bundesweiten Vereinheitlichung. Moment mal, Frau Kollegin. Verstehe ich das richtig? Sie. Ja, sehen wir das richtig, Frau Bundesinnenministerin? Es geht Ihnen um die Übertragung von Kompetenzen und sicherheitsrelevanten Entscheidungen von den Ländern auf den Bund, oder? Sie ist eine Hexe! Also jetzt mal im Ernst. Wir können doch nicht ewig so weitermachen mit einer sicherheitspolitischen Programmatik, die sich in erster Linie mit Verlaub daran ausrichtet, was sich in der Bild-Zeitung gut verkauft. Wir müssen doch irgendwann mal wegkommen von dieser testosterongesteuerten Schlagzeilenpolitik. Schleswig-Holstein ist tot. Bitte? Was? Wow. Respekt. Wie bitte? Ja, Sie wollen mich doch hier komplett verarschen. Das ist ein Prank, oder? Versteckte Kamera. Ich mache diesen ganzen Polizirkus, seit ich 16 bin. Und seit 12 Jahren auf Bundesebene. Aber so eine Nummer, das habe ich echt noch nicht erlebt. Komm, Irene, steh auf. Hören Sie doch auf, bitte. Der Hans ist auf dem Weg, der schaut sich das an, der ist Arzt. Ach, der Hans aus Baden-Württemberg, der ist kein Arzt, der ist Heilpraktiker. Irene, es ist wirklich richtig gut geschauspielert. So, bravo, 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 bravo. Dann können wir jetzt auch wieder, ja? Ah, ah, da kommt da der Doktor. Na? Was kommt jetzt? Adalas. Sie ist tot. Hellrosa Totenflecken. Das könnte auf eine Vergiftung hindeuten. Alles Weitere nach der Obduktion. Ist die schon wieder schwanger? Es geht schon wieder. Ist die Polizei informiert? Mein Handy ist seit gestern Nacht kaputt. Gib mal. Next Song ist meiner. Aber nicht deine scheiß norddeutschen Sozi-Hymne. Hä?
sorry, sorry. Sorry. Oh nee. Oh nee, sorry. Paul, ist doch scheiße. Ja, 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 kommt schon, kommt schon. Gib mir was. Oh. Gib mir das. Ein Auge. Hey. Au. Sag mal, spinnst du oder was? Die 237. Innenministerkonferenz war trotz dessen aber auch wirklich geprägt von einem tiefen gemeinsamen Verantwortungsgefühl für die Sicherheit in unserer Heimat. Für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ja, die Handys sind weg, alle. Wie konnte denn das passieren? Ja. Ist auch mein erster Mord auf einer Innenministerkonferenz? Moment, Frau Kollegin. Ich denke, es liegt erst einmal nur ein ungeklärter Todesfall vor. Ob es Mord war, kann meines Erachtens nur eine Person wissen. Der Mörder. Oder soll ich besser sagen, die Mörderin. Gegenseitige Schuldzuweisung bringt doch jetzt gar nichts, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie weit ist es denn bis zum nächsten Ort? 30, 40 Kilometer. Ich befürchte, wir haben ein Problem. Die einzige Brücke, die hier hochgeht, die ist letzte Nacht im Sturm zerstört worden. Wir kommen hier nicht weg. Wir haben also eine tote Ministerin auf der Innenministerkonferenz, die nichts anderes ist als ein hängengebliebenes Ballermann-Event für BerufspolitikerInnen. Wir sitzen in fucking Oberbayern fest. Wir können nicht um Hilfe rufen. Und der Mörder bzw. die Mörderin ist unter uns. Und stinkt überall wahnsinnig nach Kohlrouladen. Johannes? Was? Ich war's nicht. Ich war mit Ewald. Was? Zigarette? Hä? Klar. Hier. Jetzt bleibt dir nur nichts anderes übrig als auf Hilfe zu warten. Ich schlage vor, dass wir mit unserem Programm fortfahren. Und Irene lassen wir da einfach liegen, oder was? Wir können sie ja in den Keller legen. Wegen der Temperaturen, dass sie länger frisch bleibt. Haben Sie eine bessere Idee, Frau Bundesinnenministerin? Workshop Bekämpfung Clankriminalität. Genau. Schaffen wir dann leider nicht mehr. Was? Dann machen wir jetzt, wie es im Ablauf geplant war, Teambuilding. Alrighty, come on. Let's go. Ich will doch jetzt hier nicht Teil von irgendeinem Team sein, solange das nicht aufgeklärt ist. Herr Dr. Stanze, würden Sie mir mal sagen, wie viel Uhr wir haben? Dadurch, dass die Handys... So, und jetzt zeigen Sie mal bitte, wie viele Schritte Sie gestern Abend wirklich gelaufen sind. Frau Bundesinnenminister. Sofort. 15.000. Gestern Abend waren Sie doch erst bei 4.000. Sie haben eine blühende Fantasie. Ich würde nicht was. Also, natürlich nicht das mit Irene. Ich habe mir gestern Pauls Uhr geliehen. Zum Joggen. Ich muss ja irgendwie meine Zeit laufen. Joggen Sie auch, Frau Bundesinnenministerin? Sie sehen aus wie eine Joggerin. 4.200. Gestern Abend hatte ich schon 4.200. Schneckenschleim. Alleine ist die Schnecke bestimmt nicht von ihrem Zimmer hierher gekrochen und wieder zurück. Na, Vorsicht! Das sind Beweismittel. Ach was! Das ist ganz normaler Bio-Bastelkleber mit Schneckenextrakt. Irene hat sich wie jedes Jahr um unser Erinnerungsalbum gekümmert. Basteln war ihre Leidenschaft.
Ja, sie hat schon angefangen, Frau Kommissarin. Komm, Heinrich. Wir müssen zur Teambildung. Wer übernimmt denn da jetzt die Strafverfolgung? Wie stellen Sie sich das denn vor? Sicherheit und Vertrauen in unser schönes Land und in unsere hervorragenden, objektiven Strafverfolgungsbehörden. Das muss an oberster Stelle stehen. Gerade in Zeiten wie diesen. Wie meine Kollegin schon ganz richtig sagt, ist natürlich gerade in so Zeiten wie diesen. Und da muss ich dann schon drum bitten, wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse loslassen. Die Mehrheit der Bürger und Bürger dieses Landes hat ein tiefes Vertrauen in die sicherheitspolitische Expertise der Innenminister der Länder. Frau Bundesinnenministerin? Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen, dass ich gestern Abend nicht Bescheid gesagt habe wegen der Party. War das hier denn schon immer so? Sie wissen ja, wie das ist. Nach außen Kompetenz ausstrahlen und nach innen... Naja, aber ich bin bei dem Gesaufe auch eh nie lang dabei. Ich trinke doch nur Cola. Innere Sicherheit in Deutschland bedeutet also in erster Linie den äußeren Schein wahren. Wenn's nach mir geht, nicht? Wenn's nach mir geht, nicht? Und jetzt helfen Sie mir, den Mord aufzuklären? Gut. Also was war hier los, bevor ich angekommen bin? Also am Anfang war alles wie immer. Das geht ja gut an. Servus und willkommen. Auf der 237. Innenministerkonferenz hier im wunderschönen Freistaat Bayern. Naja, und dann wurden sie angekündigt. Darf ich also darum bitten, dass wir uns alle ganz besonders auf unsere neue geschätzte Kollegin aus Berlin kümmern? Sie soll ja noch ein bisschen sperriger sein als ihre Vorgängerin. Sperrig, genau. Sie wird darüber sprechen wollen, dass eine den Herausforderungen der Gegenwart gewachsene Sicherheitsarchitektur in Deutschland schlicht nicht zu machen ist, wenn wir aus den Ländern nicht mehr Kompetenzen an den Bund abgeben. Und ich sag Ihnen ganz ehrlich, liebe Kollegen, ich kann das nachvollziehen. Wir haben doch nicht mehr 1983. Ja, Staatsschutz ist doch nicht Ringfahndung nach langhaarigen VW-Busfahrern oder Lochstreifen in den Z1 schieben. Die deutsche Gesellschaft, für deren Sicherheit wir sorgen wollen, hat doch nichts mit der deutschen Gesellschaft in unserer Vorstellung zu tun. Ganz abgesehen von der peinlichen Performance von BND und BfV in den letzten Jahrzehnten. Wann haben wir hier eigentlich zuletzt über die Herausforderung der Gegenspionage gesprochen? Meine Herren, liebe Svenja, diese Beschlüsse kann und werde ich nicht mittragen. Ui, das hat Irene so gesagt. Das ist aber nicht gut angekommen, oder? Kann man so sagen. Also, wer will Kompetenzen an den Bund abgeben? Und wer will verhindern, dass Deutschland zu einem Berliner Zentralstaat wird, der die regionalen Sicherheitsbedürfnisse, ja letztendlich die Heimatbedürfnisse unserer Länder, ja unsere Heimat, mit Füßen tritt? Bei solchen zentralistischen Hirngespinsten werden bei mir, wenn ich ehrlich bin, Erinnerungen an ganz finstere Zeiten geweckt. Oder an Frankreich. Also, wer ist für unsere Beschlussvorlage? Ja! Das war mutig und progressiv, aber dumm von Irene. Kommen Sie. Es wird Zeit, dass wir diesen Fall lösen. Ja, bitte. Ich bin übrigens der Michael. Koffer. Thank you.
Ha! Was ist das denn? Das sieht ja aus wie... Eindeutig. Kohlroulade. Nee, das muss ein Irrtum sein. Ich war das nicht. Hallo? Hallo? Lass mich hier raus! Lass mich hier raus, hallo! Hey! Hallo? Hallo? Lass mich hier raus, hallo! Ich habe keinen Schlüssel. Den hat wahrscheinlich Ulrich Meier. Sie müssen mir glauben, ich war's nicht. Aber wie beweisen wir das jetzt? Der Verdacht fällt natürlich auf Sie. Ich bin verloren. Oder, Frau Bundesinnenministerin? Was ist denn gestern genau passiert? Ich habe einfach nur die fertigen Kohlrouladen vorbeigebracht. Die sind wirklich ganz fantastisch geworden. Aber dann ist dieses schreckliche Unglück passiert. Naja, und ich habe versucht zu retten, was noch zu retten war. Und die anderen haben bloß an ihre blöden Fotos gedacht. Die ganze Arbeit war umsonst und niemand konnte meine köstlichen Rouladen... Moment, es wurden Fotos gemacht? Was? Ja, die ganze Zeit mit dieser, in dieser... Polaroid-Kamera für Irenes Album. Warum? Hallo? Hey! Hallo! Kann es sein, dass Irene gestern Nacht irgendwas Komisches getrunken hat? Jetzt, wo Sie es sagen? Svenja hatte gestern diesen Cocktail gemixt. Der sah aus wie schon mal gegessen. Was man halt so trinkt in Berlin, habe ich gedacht. Ich habe mich aber nicht getraut, da noch mal nachzufragen. Na, Irene? Na, Manuel. Kannst ja jetzt auch Manu sagen eigentlich. Er ist auch schon das zweite Mal da, ne? Manu. Wisst ihr, wo Magie war? Hä? Schleswig-Holstein. Nutzt viel Wasser, ne? Musst du langfristig wahrscheinlich aufpassen, so. Hochwassertechnik, ne? Oder ist eher gut, Linkswasser, Rechtswasser. So wegen der Dürre, meine ich. Blickt da nicht mehr durch. Kommt sie ab, Cowboy. Komm, ab, ab, ab. Na, bist du gut drauf? Guck mal, hab ich dir mitgebracht. Was ist das denn? Ganz erfrischend. Wirkt wie eine Elotrans, ist aber viel geiler. Probier mal. Was ist denn da drin? Magnesium, keine Ahnung. Aufgefüllt mit Cremant. Cremant? Detox Retox. Cool. Probier mal. Ach. Egal. Trinken wir gerade genauso in Neukölln. Mm. Oh, ist da Kohl drin? Vor allem ist da Magic drin. Magic. Ist gar nicht so schlecht. Sie war am Ende ganz schön neben der Spur. Oh, Länder, schau, wie schön. Länder, Schule sind Ländersache. Polizei ist Ländersache. Länder sind Ländersache. Den Föderalismus ist eine Lauf. Geh schon, geh ruhig, geh ruhig. Alles gut. Elotranszeug, das ist so. Das ist so lecker. Da ist die Küche. Döner wäre jetzt auch geil. Und den Drink hatte sie von Svenja. Ja, genau.
Hm. Hallo? Hier ist Svenja. Ja. Mein Handy ist gestern Nacht in die Rouladensoße. Ach ja, ich weiß, scheiße. Du bist hier gestern Nacht eh alles ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, eigentlich sollte sie nur, genau, eine ganz leichte Magen-Darm. Diese Beschlüsse kann und werde ich nicht mittragen. Nein, 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 nein. Das kriegen wir schon hin. Ja, alrighty. Ja. Was? Die anderen waren es. Alle zusammen. Und jetzt kann ich es auch beweisen. Was? Machen Sie keine Dummheit. Frau Bundesinnenministerin? Hallo? Ich weiß jetzt, was hier gespielt wird. Ich weiß, warum Sie alle zusammen Irene beseitigen wollten. Keine Fragen zulassen? Keine Selbstkritik üben? Ja, wo kommen wir denn da hin? Am Ende kommt noch einer auf die Idee, die arme, arme deutsche Polizei in Frage zu stellen. Beamtinnen und Beamte, die wir für psychisch so stabil halten, dass wir ihnen Schusswaffen geben und ihnen die Ausübung staatlicher Gewalt anvertrauen. Ja, vielleicht sollten die in der Lage sein, mit Kritik umzugehen. Aber nein, keine Veränderungen zulassen. Für Ihr 80er-Jahre-BRD-Mindset gehen Sie hier anscheinend alle buchstäblich über Leichen. Svenja, ich weiß, dass Sie unsere Handys haben. Würden Sie mir meins bitte aushändigen? Ich werde jetzt das BKA informieren. Keine Sorge, Frau Bundesinnenministerin. Das BKA weiß schon Bescheid. Ich habe mein Landeskriminalamt gebeten, die Kollegen in Wiesbaden zu informieren, aber es ist ehrenhaft, dass Sie sich von sich aus stellen möchten. Bitte? Wir sind entsetzt, Frau Bundesinnenministerin. Wir sind wirklich schockiert. Eine verdiente Landesinnenministerin einfach so auszulöschen. Jetzt soll's ich gewesen sein? Ja klar, weil ich hier die Bastelkönigin sein will. Oder weil ich keine andere Frau neben mir dulde. Oder, das ist doch lächerlich. Lächerlich? Oder kaltblütig? Außerdem haben wir weitere Indizien gefunden, in Ihrem Zimmer und am Tatort. Neben dem Gift in Ihrem Gepäck haben wir außerdem zwei Zeugen, die Ihren Kontakt mit den Kohlrouladen bestätigen können. Na, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das ist doch völlig haltlos. Ich meine, wir haben doch sogar ein Foto, auf dem Svenja zu sehen ist. Da sind Sie aber die Einzige, die dieses Foto gesehen haben will. Und was ist überhaupt mit ihr? Mit ihr stimmt doch auch was nicht. Und jetzt geht die Frau Bundesinnenminister auch noch unter die Verschwörungstheoretiker. Während wir unschuldig ein, zwei Gläschen getrunken haben, haben Sie unsere Wehrlosigkeit ausgenutzt. Da, damit kommen Sie nicht durch.
Jetzt kommt der BGS. BGS heißt ja neuerdings Bundespolizei, Herr Kollege. Seit wann das denn? Oh, und die Bundespolizei macht Festnahmen? Ist das erlaubt? Es geht ja nicht um juristische Theorie, Herr Kollege. Es geht um die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Call me irresponsible. Call me unreliable. Throw in undependable too. Do my foolish alibis bore you? Well, I'm not too clever, I just adore you. Call me unpredictable. Tell me I'm impractical. Rainbows I'm inclined to pursue. Für die strafrechtliche Bewertung der, und das sage ich auch ganz klar, mutmaßlichen Tat, mutmaßlich, bitte immer noch schön, für die strafrechtliche Bewertung der mutmaßlichen Tat der Frau Bundesinnenministerin ist natürlich die Staatsanwaltschaft zuständig, die ja, wie Sie alle wissen, in Deutschland unabhängig und objektiv und frei und praktisch so gut wie gar nicht politisch weisungsgebunden ist. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Hier bei uns gilt die Unschuldsvermutung, auch wenn das Ihnen von den Medien oft nicht so in den Kram passt, nicht wahr? Dankeschön. Falls Sie doch noch eine Frage zu dem Roboter-Polizeihund haben, können Sie sich gerne an die dafür eigens eingerichtete Pressestelle melden. Das wäre per E-Mail unter robowurf@innenministerium-nrw.de. Hier sind wir richtig? Navi sagt ja.